Ja, hallo zusammen. Der Olaf hier. Der Uri Fell hat auf seiner YouTube-Seite anlässlich seines 100. Abonnenten zu einer kleinen Challenge aufgerufen: Kochen ohne Strom. Total mein Ding. Draußen schmeckt es sowieso am besten. Und ja, da ich da auch ein neues Spielzeug habe, habe ich gedacht, nutze ich die Gelegenheit und stelle euch das auch gleich einmal vor. Dazu einmal kurz umbauen. Das klang jetzt wahrscheinlich sehr gemein. An dem Schwenk muss ich nochmal arbeiten. Ja, was wollte ich euch zeigen? Ich habe letztens bei einem Gewinnspiel der Firma Leki bei Facebook mitgemacht. Und ging um Bilder vom Grillen. Und ich hatte ein Bild gezeigt, wo ich über meinem kleinen Hobokocher hier Würstchen gegrillt habe, und das hat denen offensichtlich so gut gefallen. Ich hatte es, glaube ich, auch überschrieben mit: Es kommt nicht auf die Größe an. Ja, und zu gewinnen gab es diesen Leki Grillspieß. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, jetzt weiß ich es. Wird in so einer praktischen Gürteltasche geliefert. Und den wollte ich euch jetzt erstmal zeigen. Das heißt Leki Maxi Grill. Wenn man jetzt diese Kappe ein bisschen nach hinten zieht, den ganzen Mechanismus hier einmal öffnet, das ist im Prinzip dieser gleiche Schraubverschluss, wie man ihn auch bei den normalen Stöcken findet. Dann kann ich das jetzt hier rausziehen. Öffne diese Rändelschraube. Jetzt habe ich hier so einen zweiteiligen Grillspieß, den drehe ich einmal nach vorne und verriegele das Ganze wieder. Jetzt kann ich die Stange hier weiter rausziehen, bis auch das verriegelt. Und ähnlich wie bei den Wanderstöcken, auch den hier noch einmal rausziehen und verriegeln. Ja, das Ergebnis ist ein recht respektabler Grillspieß. Ich hoffe, das kann man jetzt ein bisschen erkennen. Das ist auch alles wirklich relativ robust. Und man kann damit quasi die Sachen schön über ein Feuer halten, ohne sich die Hände zu verbrennen. Und sehr hygienisch mit den Stangen kann man abwischen. Das ist eigentlich eine feine Sache. Wiegt auch relativ wenig. Ja, und den möchte ich gleich einfach nochmal ausprobieren, sobald ich den Hobo am Laufen habe. Ich werde noch ein bisschen Holz vorbereiten. Zweites Spielzeug, heute gerade angekommen. Neues Messer von Wenger. Das Ranger 55 in so einem Camouflage-Design. Hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich eine 10 cm lange Klinge hat. Also für ein Taschenmesser ist das Ding echt groß. Und die Klinge auch gegen versehentliches Einklappen arretiert ist. Dazu muss man auf diesen Logo-Knopf drücken. Und ich kann das Messer dann wieder gefahrlos einklappen. Auch eine sehr schöne, große Säge dran. Die werde ich gleich nochmal ausprobieren. Ja, und im Prinzip die normalen Dinge, Dosenöffner, Flaschenöffner, Schraubenzieher, die Aale und der Korkenzieher. Alles um allen macht das auf mich einen sehr guten Eindruck, sehr robusten Eindruck vor allen Dingen. Und wie gesagt, die Klinge ist schon recht respektabel mit 10 cm und auch sehr scharf. Schauen wir mal. Verdammt windig heute Abend. Ich hoffe, das klappt hier jetzt. Also das ist ja irgendwie auch alles Mögliche, nur kein Sommer. Aber dafür zieht er zumindest gut. So, dann wollen wir mal den Grillspieß ein bisschen vorbereiten. Wir da ein bisschen Paprika, Zwiebeln, Hähnchenfilets und kleine Bratwürstchen.
Jetzt wollen wir erstmal die Paprika hier ein bisschen schneiden. Oh, das Messer ist super. Ja, der Trick ist nicht schlecht, ne? Viermal schneiden und über bleibt nur noch dieser Teil, den man auch haben will. Mein Feuer da im Auge behalten. Aber das sieht, glaube ich, alles ganz gut aus. Gut. Ja, dann werde ich jetzt mal den Spieß bestücken. Ein wenig Paprika. Warum soll man das nicht wie ein Schaschlik machen? Funktioniert auch super. Und so weiter. Ich werde jetzt mal eben noch die Zwiebel schälen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, guck mal, das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Also ich finde das super. So, noch ein bisschen was. Ein Gewürz drauf. Inzwischen hat es leider wieder angefangen zu regnen. Das ist ja inzwischen auch ein Dauerzustand hier. Aber wir sind hier unter unserem Pavillon. Insofern finde ich das relativ unkritisch. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Und wenn hier mal ein bisschen Farbe ans Fleisch gekommen ist, dann melde ich mich wieder. Sieht doch erstmal schon mal gut aus. Na, so langsam wird das doch hier was. Schöne Glut drin. Oh, aber das braucht noch. Übrigens, das Wetter braucht auch noch. Das ist kein Sommer. Na komm, das sieht doch schon mal wesentlich leckerer aus. Im Gegensatz zum Wetter. So, jetzt nochmal die Meinung des Essensexperten. Wie schmeckt das? Total lecker. Zeigen? Ja. Genau, Daumen hoch. Ja, in der Tat. Das ist nicht schlecht. So, noch ein paar Bratwürstchen. Ja, inzwischen musste ich hier eine Plane spannen, weil das Wetter ist irgendwie inzwischen so schlecht. Aber egal, da müssen wir einfach mal durch. Gehört auch dazu. Ja, auch das wird langsam. Oh Mann, mal ins Licht gehen. Die dunkle Plane sieht man nichts. Aber das geht prima mit diesem Grillspieß. Alles riecht sehr gut. Riskieren. Das sieht mal lecker aus. Ja, ich glaube, da muss ich mal irgendwie wieder was essen. Nebenan werden schon Bratwürste vertilgt. Lecker. Siehst du, geht doch. Ja, bis gleich. So, ein Drei-Gänge-Menü wird es nicht, aber Marshmallows gehören einfach dazu und
Das müsste eigentlich damit auch prima funktionieren. Ich probiere das mal aus. So. Dann wollen wir mal gucken, wie die werden. Hitze ist da noch genug drunter. Das passt schon. Okay, waren lecker, ja? Ich habe es nicht mehr geschafft, sie aufzunehmen. Sie sind gerade in diesem Mund verschwunden. Na gut, machen wir noch mehr. Oh, das wird. Kriegen schöne Farbe. Und das riecht. Und ich meine ganz im Ernst, da kann man so viel Strom haben, wie man will. Das geht nicht mit Strom. Ich halte mal fest, für Marshmallows ist diese Grillgabel großartig. Definitiv. Ja, in dem Sinne, das war mein Essen kochen ohne Strom Beitrag. Nochmal herzlichen Glückwunsch an den Orifel für die 100. Das riecht ja einfach so gut. Für die 100 Abos. Es wird bestimmt noch mehr werden. Und ja, bis bald im Wald. Und die beiden muss ich jetzt noch aufessen. Bis dann, ciao.